So, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Denn auch 2023 tut sich einiges im Finanzsektor. Ganz speziell gibt es ein paar ganz interessante Ankündigungen zu Bluetooth, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Wir schauen uns heute an, welche Dinge auf der aktualisierten Roadmap für 2023 stehen, welche Änderungen da auf euch zukommen und warum ihr möglicherweise nicht zu lange warten solltet. Obwohl ich in den letzten Wochen eigentlich ziemlich eingespannt war, halte ich immer wieder Augen und Ohren offen, wenn es um Neuerungen bei bestehenden Services geht. So natürlich auch bei Bluetooth. Hier fand Mitte Dezember ein Community-Treffen in London statt. Eigentlich wäre ich da gern dabei gewesen. Das ist sich aber nachher nicht so kurzfristig ausgegangen. Dort wurde aber eine aktualisierte Roadmap gezeigt, wo ich für euch ein Foto ergattern konnte und da sind schon einige geniale Dinge dabei. Ich würde sagen, wir gehen die Dinge einfach mal der Reihe nach durch. Die wohl größte Änderung dieses Jahr, die eigentlich alle Nutzer betrifft, auch die bestehenden, ist die Difficulty Adjustment. Also die Anpassung der benötigten Staking-Mengen. Warum macht man das? Im Prinzip, um die Langlebigkeit des Projekts zu garantieren. In den letzten Monaten wurde mit dem großen Anstieg der Nutzer sehr viel Pluton an Cashback ausgezahlt. Die Nachfrage zum Staken ist weiterhin da, sonst wäre der Preis nicht gestiegen. Aber um in Zukunft noch mehr Anreize zu schaffen und das bei einer stark steigenden Userbase, ist man einfach hergegangen und hat nicht wie bei Crypto.com den Cashback stark gekürzt, sondern lieber die Staking-Menge erhöht, um eben diese hohe Cashback-Rate halten zu können. Hier gibt es übrigens einen kompletten Medium-Blog-Artikel von Bluetooth, den ich euch unten verlinke. Wie ihr sicher wisst, gibt es bei Bluetooth 4 verschiedene Staking-Stufen. Hero mit 250, Veteran mit 500, Legend mit 1000 und Gold mit 2000 Plutons. Diese Anzahl an Plutons soll jetzt zuerst quartalsweise und ab 2024 halbjährlich angepasst werden. Das startet im Q2, wo der Stichtag übrigens nicht der 1.4., sondern erst der 1.6. ist, mit 10%, also 2200 Plutons für Gold, bis hin zur vierfachen Summe, also 8000 Plutons im Jahr 2025. Dann muss man für den Gold-Status bei aktuellem Kurs also nicht mehr 18.000 Euro, sondern satte 70.000 Euro hinblättern. Ob das gerechtfertigt ist, kommen wir gleich dazu. Wichtig zu wissen ist für Bestandskunden, dass diese neuen Limits mit Ausnahme der ersten Erhöhung immer am ersten Tag des angeführten Zeitraums in Kraft treten. Also am 1.6. das erste Mal, dann die nächste Erhöhung ist am 1.7., dann am 1.10. und so weiter. Solltet ihr bis dahin ein Staking-Level erreicht haben, werdet ihr auf diesem Level bleiben, solange ihr die damals notwendige Menge besitzt. Selbst wenn die späteren Anforderungen für dieses Staking-Level eigentlich mehr verlangen würden. Grandfathern nennt sich das bei Bluetooth. Also wenn ihr jetzt 500 Plutons besitzt und nie unter 500 Stück fällt, dann werdet ihr bis an euer Lebensende immer im Veteran-Staking-Level bleiben. Wenn ihr jedoch upgraden wollt, müsst ihr ab 2025 2000 Stück für das nächsthöhere Level staken. Für Bestandskunden ist das eigentlich genial. Ihr müsst euch nur bis zum 1.6. für ein Staking-Level entscheiden. Also wildweise. Die Frage ist, was macht das jetzt mit Pluton, der Kryptowährung, und ist die Menge überhaupt gerechtfertigt? Mit dieser Erhöhung schafft man kurzfristig sicher einen Anreiz, sich so früh wie möglich einzukaufen. Gleichzeitig profitiert man als Early Adopter von den niedrigen Staking-Mengen. Die größte Gefahr besteht nur darin, dass irgendwann die Staking-Stufen so hoch sind, dass es einfach nicht mehr attraktiv ist, für nur einen kleinen Prozentsatz mehr zusätzlich zu staken. Es gibt ja tatsächlich viele, die nur das Gratis-Abo und die 3% Cashback nutzen und nach 45 Tagen sofort wieder verkaufen. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, so wie ich das Bluetooth-Team die letzten Monate und Jahre erlebt habe, wird man sicher ein Auge auf den Zahlen haben und bei Bedarf nochmal nachbessern. Man muss fairerweise auch sagen, die momentane Höhe von 2000 Stück für den gebotenen Cashback ist eigentlich ein Geschenk. Klar, 18.000 ist nicht wenig, aber bei jemandem, der seine 100.000 Euro im Jahr ausgibt und damit 8.000 Euro Cashback macht, bei dem hat sich das in knapp über 2 Jahren rentiert. Ich meine, das würde einer Performance von 44% entsprechen. Klar, das macht jetzt nicht jeder, aber tatsächlich sind genau diese Leute dafür verantwortlich, dass sehr viele Plutons ausgegeben werden müssen. Das Gold-Level wird also in Zukunft eher etwas für Leute sein, die viel ausgeben und denen es aber dann auch die 8000 Plutons wert ist. Kommen wir zum nächsten Part auf der Roadmap. Und das ist etwas, was Bluetooth im Bereich der Funktionalität ordentlich nach vorne bringen wird. Der neue Banking-Partner.
Nachdem es in den letzten Monaten immer wieder Probleme mit den Top-Ups gab und man jetzt immer bis zu 24 Stunden oder manchmal auch länger auf seinen Top-Up warten musste, hat man sich bei Bluetooth für einen neuen Banking-Partner entschieden. Dieser soll im ersten Halbjahr kommen. Es wird dann nicht mehr zwei Kontostände geben, sondern mehr an Neobanken angelehnt sein, wie man das von der Revolut oder N26 kennt. Man hat dann im Prinzip nur mehr ein Konto mit einer verknüpften Karte. Es sind Lastschriften, Daueraufträge, auch das Geldsenden an andere Bluetooth-Freunde soll sehr einfach werden. Und ja, es wird dann auch Cashback auf die Lastschriften geben. In Zukunft könnt ihr also auch auf Versicherungen, Miete, Leasing und so weiter Cashback kassieren. Außerdem wird dieser Banking-Partner virtuelle Karten und endlich auch eine Apple Pay-Unterstützung bieten können. Insgesamt ist das dann, denke ich, schon ein ordentlicher Schritt nach vorne und bereits die ersten Nutzer, die sich in Großbritannien neu anmelden, kommen in den Genuss eben dieser Features. Später im Jahr soll es dann auch noch Metal Cards geben. Darauf freue ich mich schon besonders. Etwas, was mittlerweile schon länger angekündigt war, ist eine Layer 2 Solution für Bluetooth. Dabei werden Transaktionen nicht mehr im Ethereum Mainnet verarbeitet, sondern im Falle von Bluetooth auf der Polygon Blockchain. Der Vorteil ist, dass mehr Transaktionen in kürzerem Zeitraum verarbeitet werden können und gleichzeitig deutlich niedrigere Transaktionsgebühren anfallen. Ich meine, im Grunde war das bei Bluetooth seit dem Fall von Ethereum nicht mehr so dringend notwendig wie zuvor. Der Plan ist es aber, nicht nur die Transaktionen vom Bluetooth-Account auf die eigene Wallet, auf die Blockchain zu bringen, sondern jede einzelne Transaktion, zum Beispiel wenn ihr Cashback sammelt. Einfach der Transparenz wegen. Und genau das ist mit Polygon möglich. Zu guter Letzt haben wir noch die NFTs, auf die ich mich eigentlich schon seit letztem Jahr freue, die dann aber wieder ein bisschen nach hinten verschoben wurden. Diese sollen dann auch einen tatsächlichen Nutzen haben und angeblich griechischen Göttern gewidmet sein. Das sind aber wohlgemerkt nur Gerüchte. Egal wie sie kommen, ich freue mich drauf. Grundsätzlich denke ich, dass wir hier ein paar ganz interessante Änderungen bekommen. Blöd ist es nur für diejenigen, die eigentlich auf ein gewisses Staking-Level sparen wollten. Da sollte man jetzt schnell sein. Ich habe bereits bei einem Pluton-Preis von 7 Euro die Chance genutzt und auf Gold aufgestuft. Okay, da hat es auch nicht mehr so viel gefehlt, aber es war schon noch ein ganzes Stück. Und zusätzlich bekommt man als Gold-Member auch noch ein paar Einblicke hinter die Kulissen von Bluetooth. Da gibt es zum Beispiel einen eigenen Discord-Channel mit gerade mal 20 Mitgliedern. Diese Informationen kommen dadurch auch euch zugute. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare stellen. Ansonsten lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.